Ja. Da, 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 da. Ach ja. Lies nicht den Schiffsnamen. Stimmt doch. Wenn ihr jetzt besser ist, gebe ich ihr einen Namen, ja? Und ihr dürft euch entscheiden, wie ich sie nennen soll. Wie Peter Guns. Ja, sie. Ich finde es aber hart, ne? Sie hat einfach nur ein. Keine Wohnsorte. Einfach nur eine einzige Feuersystem. Permission to undock granted. Good hunting. Jetzt muss ich echt zugeben, ne? Wenn ich hier Waffen einbauen kann, ne? Wieso darf ich nicht entscheiden, wie oder sehen, wie viel Reichweite die Dinger haben? Ja, ist mir egal, wie. Ja, die Range wird mir angezeigt. Aber was heißt das? Finishing refueling in Base 2 through 5. Engineering staff, please stand by. Und wie? Wow. Ich kann mir hier sogar noch die Hülle entscheiden. Ha, wie cool ist denn das? Habe ich die sogar? Nee. Schade. Hey, es ist ja cool. Ey, dieses Design gefällt mir. Ah, dafür brauche ich die Schiffe. Ist mir jetzt klar. Ey, haben die jetzt so ein schwarz-orange? Das soll cool aussehen. Ein orange-gelb haben die. Alter, aber teuer. Für echt Geld. Könnt ihr es nicht noch umändern? Ich hätte echt ganz gerne so eine Farbe gehabt. Sieht echt nicht schlecht aus, weil so. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Oder das hier. Und hier kannst du auch nur den Antrieb ändern. Also, es ist sogar Individualität hier drin. Verhaspler. Ja. So, werde ich heute noch was anderes spielen als Deathloop? Das weiß ich nicht, ob ich auch noch Overwatch nach Lust habe. Wir haben es gerade vor 72 Uhr, ey. Ja, kommt fast hin. Ich nehme schon gute 3 Stunden auf. Genügend Material für die Woche, fürs Wochenende noch. Ja, ich habe noch 3 Folgen No Man's Skies, jeweils 30 Minuten. Das heißt. 30 Minuten, ach, für was für ein Upload. 20er voll, weiß ich nicht, wie das dauert, vielleicht 6 Stunden. Ja, ich will die Atombombe ausprobieren. Das sieht schon ganz anders aus mit dem Ding hier, ne? Ich glaube, ich hätte den Hyperdrive mitnehmen sollen. All ships, eliminate all enemy vessels. Good hunting. I have a nuke. I have a nuke. I am Dark Phantom. I have a nuke. Wir haben 2 Zerstörer, 1 Reparierer, wie es aussieht. Das ist zu Dreadnought. Dreadnought ist geil. Ist einfach nur geil. Kann ich euch nicht sagen. Mal schauen, ob ich noch andere Mitspieler mal irgendwann mal finde. Für andere Spiele halt. Und die haben jetzt schon einen Kill gemacht.
Was soll ich jetzt erkennen? 1000 Kilometer sind, ne? Okay, man kann sagen, nicht mal 5 Kilometer haben die Waffen hier. Aber seine schon. Ah, es ist meine Idee jetzt, die so nah an mich ranzulassen, wie es geht, damit ich die hier einsetzen kann. Ich weiß nicht, wie sie fliegt, also... Okay, sie fliegt noch gerade nach oben. Oder so nicht? Haben wir auch die Destroyer? Also ihr seht, das Schiff hier ist die Reichweite echt. Das hier ist mehr mein Stil. Die hat Reichweite, sie hat Power. Sie hat was mich ausmacht. Liebe. Die Gegner führen schon wieder, das ist doch nicht normal. So. Ja, eine Dreadnought. Ist wirklich. Kai, du hast nichts mit der. Was gut, wenn sie im Nahkampf ist, dann ist sie auch nicht sehr viel besser, als sie schon halb tot ist, aber. Vorteil einer Dreadnought. Das schnelle Sterben. Sagst du auch, ne? Missiles locked and ready to fire, Captain. Guck mal, 7 Kilometer Reichweite mit dem Zerstörer. Ist ja nicht mal optimal. Bei der Dreadnought 4 Kilometer. Er wollte doch vor, Schips ist tot. Mit den deutschen Schiffen. We have weapon lock. Das war wohl die Atombombe. Missiles have firing solution, Captain. Captain, we need to turn this around. Ich wäre irgendwo von der Seite angegriffen. Captain, we've got a lock. So. All the guns fired up. God, we've got a lock. Captain. Launching torpedoes. All silos reloading, Captain.
Alter, ich konnte gerade gar nichts machen. Was haben die da für Waffensysteme? Keine Chance gegen die, ey. Die zerstören dich, bevor du ankommst. Sieh mal deren Position mal an. Ich kann auch nichts machen im Nahkampf, ey. Ah, guck mal, es ist ein besseres Schiff als wir haben, ne? Ja. Das geht die keine Chance. Kill hin, wenn du sofort tot warst, wenn du da ankamst. Won't.
Schiff hier kann nichts. Ganz ehrlich, dieses Schiff hier hat weniger drauf als alles andere, was ich jemals gesehen habe. Choose the type of job. Seems the right place to be if you're looking for a job. Dass du nicht anschauen kannst, ne, wie die nächsten Waffensysteme auf den Schiffen aussehen, wenn du hier schon gucken kannst, ne? A lot of people hear the word average and think it means mediocre. But when it comes to the destroyer class, average means shut the hell up or I'll blow a hole in your hull. Her armor can soak up plenty of damage and enough firepower to dish it right back out again. Plus, she's got enough in the way of maneuverability to get you out of just about any tight spot you might find yourself in. Looking to make a name for yourself and get more lucrative jobs? Talk to the trader about boosters. Ja, die Atheos und Atheos sehen schon cool aus. Mann. Na kommt schon, ich will den Part nicht über 90 Minuten haben, also. Ja, du willst ja.